Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, da bringen Sie uns ein kleines Bild, das aber sehr alt ausschaut. Was wissen Sie davon? Ja, ich weiß, dass es ein Holzschnitt aus der Schädelchronik ist. Ja. Der Humanist Schädel, der musste wohl 1493 eine Weltchronik veröffentlicht haben. Und dazu wurden 1800 Holzschnitte angefertigt in einer Nürnberger Werkstatt. Wohlgemut hieß der, glaube ich, soweit also, ich weiß. Und ich habe jetzt eins davon, das jüngste Gericht ist es wohl. Ja. Man sieht auf einem Regenbogen sitzend, hier den Regenbogen, den richtenden Christus mit dem Richtschwert am Ohr und der Lilie am anderen Ohr, zu seiner Rechten Maria und zu seiner Linken Johannes, das sind den Täufer. Okay. Und die Füße hat er auf die Weltkugel gesetzt. Und unter dieser Weltkugel sieht man die Posaunenengel, die zum jüngsten Gericht blasen. Ja. Und da haben sich schon die Gräber geöffnet und es tun sich zum Teil schreckliche Szenen da auf. Oder es ist eigentlich konzentriert auf eine einzige, wo schon so ein kleiner Teufel da kommt und die Leute aus dem Grab dorthin zerrt, wo sie Gottes Meinung nach hingehören, in die Hölle oder eben hinüber oder in den Himmel. Sie müssen sich vorstellen, dass Ende des 15. Jahrhunderts, wir sind also knapp vor 1500, der Versuch unternommen worden ist, die Geschichte der ganzen Welt aufzuschreiben. Ja. Jetzt fragt man sich, wie kommt bei der Geschichte der ganzen Welt das jüngste Gericht, das ja zu diesem Zeitpunkt und auch heute noch gar nicht stattgefunden hat, zur Darstellung. Das zeigt, dass die Zeit einen ganz anderen Zeitbegriff hatte. Es war als Glaubenssatz einfach klar, dass der Ultima Aetas Mundi, also der letzte Zustand quasi der Welt, der letzte Akt der Welt, wird hundertprozentig das jüngste Gericht sein und daher muss es in die Geschichte hinein. Ja. Das ist ein Geschichtsverständnis, das wir heute mit Freude sehen können, aber nicht teilen können. Es ist ein mittelalterliches Geschichtsverständnis. Mhm. Schädel baut das ja nach den sieben Weltaltern auf, sein Geschichtswerk. Mhm. Das erste Weltalter ist die Zeit von der Erschaffung der Erde bis zur Sintflut, dann von der Sintflut das zweite Weltalter, bis zur Geburt Abrahams und so fort, bis dann das sechste Weltalter anbricht mit der Geburt Christi. Und dieses sechste Weltalter dauert ja noch an. Und es ist natürlich auch das überwiegend größte Teil jetzt in der schädelschen Weltchronik, die diesem sechsten Weltalter gewidmet ist. Zeitlich ist es interessant, wir sind relativ knapp nach der Erfindung der Buchdruckkunst, die also einige Jahrzehnte vorher ja erst erfunden worden ist. Und es ist eines der Mittel, den Menschen, zum Teil den lesen könnenden Menschen natürlich, aber auch vielen Menschen, die nicht lesen können, können nur über die Bilder informiert werden. Ja. Und jetzt sind diese vielen, vielen, vielen Holzschnitte, und wir werden gleich noch vielleicht ganz kurz über den Holzschnitt sprechen, als Illustrationsmittel ganz besonders wichtig. Sie hatten den Namen Michael Wohlgemuth genannt. Ja. Man weiß, dass eine ganze Reihe oder sehr viele, aber man weiß nicht, ob jetzt alle, zum Beispiel bei dem weiß man jetzt nicht genau, ob es von Michael Wohlgemuth ist, als entwerfender Künstler bei den Illustrationen dahinter steckt. Ein an sich traditionelles Bildschema, das aus der osteuropäischen Kunst kommt, vor allem aus der byzantinischen, dieses sehr hierarchische, den Raum ein bisschen negierende Bild des Gottschöpfers, der da Gericht hält. Der Holzschnitt selber ist eine Hochdrucktechnik zunächst einmal. Man muss also genau das ausgraben aus der Druckform, was eben nicht drucken soll. Man sieht es ja eben in solchen Bereichen, da wird eben mit dem Grabstichel so angesetzt, dass eben nur die druckenden Teile letztendlich stehen bleiben. Holzschnitt hat einen Nachteil, nicht so wie der Kupferstich. Er ist nur bedingt verwendbar, also nach einer gewissen Anzahl von Drucken wird das immer schwächer, beziehungsweise kommt zu Ausbrüchen. Hier sehen wir Ausbrüche zum Beispiel schon am Rand. Da kann man dann erkennen, ob das jetzt schon eine höhere Auflage ist oder nicht. Einzelblätter wie dieses haben heute einen Preis zwischen 400 und 500 Euro. Und es ist das Schlussblatt, glaube ich. Und es ist das letzte Blatt. Das ist das letzte Blatt, ja. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Wiedersehen.